Oberliga-Playoff-Viertelfinale zwischen den gastgebenden Oberpfälzern aus Weiden und den Kassel Huskies. 2650 Zuschauer im ausverkauften Weidener Eisstadion sahen von Beginn an eine schnelle und unterbrechungsarme Partie, bei der sich die Gastgeber deutlich stärker zeigten als beim 0:6 in Kassel. Allen voran Slowake Dusan Andrasowski prüfte immer wieder die Huskies-Defensive. Doch auch die Nordhessen zeigten sich offensiv. Gerade als es so schien, als ob sich beide Teams mit dem Unentschieden zur ersten Pause abgefunden hätten, eröffnete Husky-Kapitän Manuel Klinge das Toreschießen. Vom linken Bullikreis nutzte er einen Abpraller von Engmann und vollendete eiskalt in die Maschen. Jakob Wicki war nach Pass von Danny Albrecht über den rechten Flügel gestartet und netzte über der Fanghand von Engmann ein. Mit 2:0 ging es in die erste Pause. Das zweite Drittel gestaltete sich dann deutlich torreicher als das erste. Der Kapitän der Schlittenhunde eröffnete dann den Torreigen. Manuel Klinge zieht direkt ab und trifft in der 24. Minute zum 3:0. Tobi Schwab legt nach und erhöht in der 31. Minute auf 4:0 für die Huskies. Dusan Andrasowski, der beste Weidener Feldspieler, erzielt in der 33. Minute dann den ersten Treffer in der Serie für die Blue Devils aus Weiden. Davon unbeeindruckt erhöht Alexander Heinrich nach herrlichem Pass von Manuel Klinge nur wenige Sekunden später auf 5:1. Brad Snetzinger ist in der 35. Minute dann für den 6. Kasseler Treffer an diesem Abend verantwortlich. Mit einer sehenswerten 360-Grad-Drehung spielt Kyle Doll die Abwehr inklusive Goalie Engmann aus und trifft zum 7:1 für die Nordhessen. Weidens Coach Josef Hefner entschied sich zu Beginn des Schlussdrittels Engmann im Tor der Weidener zu erlösen und wechselte Daniel Huber ein. In den letzten 10 Minuten erhöhte Brad Snetzinger und Kyle Doll auf 9:1 und stellte damit auch den Endstand her. Bereits morgen treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. In der Kasseler Eissporthalle haben die Huskies dann die Chance, die Serie vor heimischem Publikum zu beenden und sich wertvolle Tage Erholung im Playoff-Alltag zu erkämpfen. Spielbeginn ist 19:30 Uhr.